Nation, die so verwurzelt sind wie die Berge. Unsere Schilde sind ebenso vielseitig wie stabil. Unsere Schwerter sind tödlich. Einfach. Eine uralte Form. Und ein Anführer, der nicht an vorderster Front kämpft, ist kein Anführer. Man nennt uns Kriegsfürsten. Den Titel muss man sich verdienen. Wir sind der Schild unseres Volkes. Und wir werden nicht fallen. Wir würden Schiffe brauchen. Und ich hatte schon viel zu lange nicht gekämpft. So, hallihallo, Hallöchen. Wir sind zurück zu For Honor. Und machen da mal ein bisschen weiter. Letztes Mal habe ich ja hier diesen Kollegen befreit. Und er hat viel zu lange nicht gekämpft. Mit Schild und Schwert kenne ich mich gar nicht aus. Okay, das ging gerade noch mal gut. Muss da noch ein bisschen üben. So, wir brauchen Schiffe. Meine Güte, jetzt hier noch überall Eis. Bei Odins Bart. Invasor! Bellicum Garnite! Okay. Das sind aber... Die Schwarzenfelslegion hatte unsere Stellung nicht gut befestigt. Oh mein Gott, ich muss mich hier durchkämpfen. So, die Werft ist ja hier... Da müssen wir... Das ist ja alles kaputt. Oh. Ich musste das Tor öffnen. Und zwar schnell. Wo ist das Tor? Oh shit. Aber wo ist das Tor? Da ist, glaube ich, das Tor. Aber da stehen aber... Wie viel sind da eigentlich? Genau, das ist aber gar nicht so einfach. Wo ist das Tor?
So, mach mal Platz da. So muss ich hier. Oh. So, vielleicht hier. Kann ich sie hier reinlassen? Haltet sie alle! Ich muss zu der Balliste! Der Balliste! Ist das die Balliste? Die Ritter tat mir beinahe leid. Oh Mann, komm, in die Menge, in die Menge! So, bald werden keine Ritter mehr übrig sein. Oha. So, wo kommen die alle her? Deine Herren werden für deine Taten büßen. Was fehlgeschlagen. Oh, nö. War ich zu langsam? Ich muss zu der Balliste! Die Ritter taten mir beinahe leid. Puh, jetzt kommt der Endkampf. So, jetzt werden wir mal zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Was? Bei Odins Bart. Genau, bei Odins Bart. So, wo ist er denn hin? So, komm mal her. War das alles?
Okay, mit dem Schwert scheint es besser zu gehen als mit der Axt. Brachten uns gute Beute. Wo kommen die denn her? Samurai-Schiffe. Sie sind im Sommer gestrandet. Voll mit diesem Zeug. Die Samurai! Sie sind schwach. Wir wären 10 zu 1 in der Überzahl. Und sie hatten ein gutes Jahr. Wir werden eine Flotte brauchen. Es war Zeit für einen Raubzug. Da sie auf schnelle Beute hofften und vielleicht auf den Glanz des Sieges, wandten sich die Wikinger nun ihren Nachbarn am anderen Ufer des Meeres zu. Das Land der Samurai wurde von einer alten Seefestung beschützt. Die Wikinger hielten diese für spärlich bewacht.